Ja, schönen guten Morgen. Herzlichen Dank für die Einladung an Margret Matejski und Olaf Rippe. Ich freue mich sehr, wenn ich zu den Heilpraktikern kommen kann. Wir ergänzen uns ja sehr gut, weil wir im Pinzgau versuchen, vor allem Rezepturen zum selbstbestimmten Anwenden weiterzugeben. Und Sie haben vielleicht eher einen therapeutischen Ansatz, also wirklich immer eine sehr gute Ergänzung. Ja, wahrscheinlich hat mich die Margret eingeladen, weil ich schon öfters dieses Bild gezeigt habe. Das sind 106-jährige japanische Zwillingsschwestern. Das war in den 90er Jahren in den Medien, dieses Foto, und hat uns natürlich immer beeindruckt, weil die noch so körperlich und geistig fit sind. Und damals war auch das Interesse der Ernährungsfachwelt so intensiv in Richtung, ja, was essen die denn? Und was kann man denn da festmachen, damit man so lange fit bleibt? Ja, ganz kurz zu meiner Person. Ich habe in Wien Ernährungswissenschaften studiert in den 80er Jahren. Damals gab es das in Österreich noch nicht. Das war ein Studium irregulare. Also bin ich immer andere Wege gegangen. Und dann habe ich auch längere Zeit in Bayern gearbeitet, in einer Reha-Klinik mit Schwerpunkt Nahrungsmittelallergien. Und mit 40 Jahren dann eine Doktorarbeit gemacht über biogene Arzneimittel im Pinzgau. Und das hat sich befasst einfach mit den regionalen Heilpflanzen und mit dem regionalen Heilwissen ganz insgesamt. Und das war eine Zeit, wo ich halt, also ich habe qualitative Interviews mit vielen alten Pinzgauern gemacht, damals 2005, und habe viel erfahren auch über deren Essgewohnheiten. Und das habe ich jetzt 15 Jahre lang betrieben. Es ist eine Initiative entstanden, die heißt Traditionelle Europäische Heilkunde und die sich damit befasst, dieses alte Heilwissen wieder zu beleben. Und ich schreibe sogar noch lieber, als ich rede. Deswegen schreibe ich Kolumnen im Servus-Magazin zum Beispiel, die Naturapotheke und auch einige Bücher. Ja, und jetzt steht wieder eine neue Phase mir bevor. Jetzt mache ich ein Projekt an der Universität Salzburg, wo wir sozusagen die wissenschaftlich fundierten Hausmittel herauszusuchen. Also wir versuchen, die strukturiert festzulegen, damit Ernährungswissenschaftler sich dann auch trauen, den Leinsamen so zu empfehlen, wie er zu empfehlen ist, damit das eben aus diesen es gibt immer noch Berührungsängste bei Ernährungswissenschaftlern und Diätologen, wenn es um altes Heilwissen geht. Ja, aber jetzt zu den Ernährungsgeheimnissen. Margret hat schon kurz anklingen lassen, es gibt ja so sogenannte blaue Zonen auf der Erde, wo die Menschen älter werden als im Durchschnitt, zum Beispiel in Griechenland gibt es so eine Region, auch in Japan, in Sardinien, in Mittelamerika. Das sind vor allem Regionen, die am Meer liegen, also es gibt schon einige Hinweise auf das Essen dort. Und ich habe mir dann gedacht, wir laden uns heute drei alte Leute ein aus verschiedenen Regionen der Erde und schauen uns an, was die denn so gegessen haben in den letzten 80, 90 Jahren und schauen mal, welche Faktoren da übereinstimmen, weil es ist immer sehr spannend, das sehe ich auch bei den Hausmitteln, wenn man versucht, einen roten Faden herauszufinden, dann ist natürlich auch immer, dann sieht man, was die Quintessenz ist, also was ist so das Wichtigste daran. Ja, deswegen schauen wir uns an, was die alte Japanerin so gegessen hat ihr Leben lang und die alte Sizilianerin und dann im Vergleich dazu, das ist einer von den alten Heilwissenden, der mir sehr viel erzählt hat, also das ist der alte Eckebauer, der vertritt sozusagen Salzburg Berchtesgaden. Und der hat es natürlich ein bisschen schwerer, weil der hat ganz andere Essensgewohnheiten in einer Region, die milchwirtschaftlich betont ist und die eine Binnenregion ist. Also der hat natürlich ganz andere Essensgewohnheiten. Ja, und der erste Faktor, der gleich herauskommt, das sind die Blutzuckerkurven. Also 100-Jährige, die noch geistig und körperlich fit sind, haben es recht stabile Blutzuckerkurven. Wie kommt das jetzt? Oder woran hängt das, dass sie also nicht solche Blutzuckerspitzen haben, die dann die Organe belasten? Und da schauen wir uns als erstes natürlich die Kohlenhydrate an, weil die da die Hauptrolle spielen. Ja, jetzt ist es aber nicht so, wie man vielleicht meinen würde, dass der alte Eckebauer ständig nur Vollkornbrot gegessen hätte oder
oder die Sizilianerin Vollkornnudeln. So ist es nicht, sondern da gibt es ganz unterschiedliche Aspekte, die da hineinspielen, damit der Blutzucker nicht so stark ansteigt. Das sind einerseits die Kombinationen. Also das heißt, immer wenn Fett gleichzeitig eine Rolle spielt, wird natürlich werden die Kohlenhydrate langsamer resorbiert. Wenn wir nur 25-30% oder nur 25% der Kalorien in Form von Fett essen oder unter 30%, so wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung das sagt, dann funktioniert das nicht so gut, als wenn wir 35% Fett essen. Also die Lebensmittelindustrie weiß das auch, die verwendet nämlich in ihren Fertigprodukten immer so ungefähr 35% Fett. Das ist nämlich die Fettmenge, bei der wir uns dann angenehm satt fühlen. Und wenn wir versuchen, wenig Fett zu essen, damit wir schlank bleiben, dann, das kennen Sie alle, dann haben wir danach so, irgendwas fehlt uns noch und irgendwie passt das nicht ganz. Also das kann man uns schon vorschreiben, diese Empfehlungen, aber unser Gefühl ist anders.